Und ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Mittwoch. Das heißt, heute kommt endlich unsere große Couch an. Holy moly, ist sie groß! Ihr seht die neue Couch in 3, 2. Willkommen zurück auf einem neuen Vlog. Wie man sieht, wir sind nicht zu Hause, wir sitzen am Flughafen. Mal wieder. Wo geht's für uns hin heute? Heute geht's nach Frankreich. Ich wollte irgendwas Krasses sagen, aber dann ist Frankreich. Wir fliegen in Amerika. Ja, sowas wollte ich sagen. Ja, ich habe den Flug umgebucht. Nee, wir fliegen jetzt heute nach Berlin. Genau, aber nur für einen Tag. Wie man sieht, Juli ist nicht dabei. Seine Eltern passen auf ihn auf heute, weil wir heute Abend schon wiederkommen. Wir können kurz zusammen gucken, was er macht. Genau, also wir werden heute Abend auch direkt wieder zurückfliegen. Aber warum sind wir denn da? Ich bin heute Begleitperson. Ja, weil ich bin eingeladen worden wieder bei Google, das neue Handy abzuchecken und so. Und da freue ich mich sehr drauf. Super, super lieb, dass wir immer wieder eingeladen werden. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön auf jeden Fall dafür schon mal. Genau. Ich glaube, jetzt sollten wir uns aber schnell reinstellen, weil sonst kommen wir ganz ja ganz viel. Alle Leute stellen sich schon an, um reinzukommen. Und wir sind auch ganz von einem Vlog. Aber wir gucken doch ganz schnell zusammen, was Juli macht. Genau. Wir haben jetzt 9.25 Uhr, um 8 Uhr sind wir gegangen. Genau. Oder um halb 8, glaube ich. Um 10 Uhr. Genau, und seine Mama kommt ihn um 10 Uhr zu Hause abholen. Und wir haben ja das Geile ist ja, wir haben ja von Google Nest die Kamera und da können wir jetzt genau zu Hause abchecken, was geht. Und wie man sieht, ist die letzte Zeit hier nicht viel passiert, aber... Seht ihr das? Er liegt da. Oh, warte, ich kann ranzoomen sogar. Er liegt einfach immer vor der Tür, wenn wir gehen, aber er schläft. Er liegt einfach vor der Tür und schläft. So er ist wirklich, er macht sich wirklich gut. Er macht sich wirklich gut. Das sind jetzt zwei Stunden, die er alleine bleiben wird, quasi weil seine Mama um 10 Uhr kommt. Er hat es auch schon. Was war das längste, was er geschafft hat? Ich glaube 5,5 Stunden oder 6 Stunden. Ja. Aber länger würden wir es auch gar nicht machen. Selbst er könnte mit Sicherheit 10 Stunden alleine bleiben oder so, weil es juckt ihn irgendwie gar nicht. Aber muss ja nicht. Ne? So, und jetzt packen wir uns mal, wir gehen ins Flugzeug. Ja, sonst werden wir noch vergessen. Schlecht. Die fliegen nicht ohne uns. Meinst du? Ich glaube schon. Yay! Gut gelandet! Juhu. War ein sehr angenehmer und chilliger Flug. Relativ entspannt. Ich bin das erste Mal wirklich so richtig tiefenentspannt geflogen. Oh, das war irgendwie so gar nicht stressig und so. Weil man einfach keine Koffer dabei hat. Ja. Wir fliegen einfach so, wie wir sind. Ja, das war echt sehr, sehr entspannt. Und wir wollten noch mal ein ganz kurzes, kleines Thema sagen hier zu diesem Flugthema. Warum wir jetzt für einen Tag geflogen sind. Einige von euch würden ja bestimmt argumentieren, hey, warum seid ihr nicht gefahren oder nicht mit dem Zug oder so. Das stimmt natürlich, aber erstens Zug wäre für die Zeit, wo wir da sind, einfach viel zu lange. Das sind ja nur 2 Stunden gefühlt. Ja, das wäre einfach zu krass. Fahren auch erst recht. Ich fahre natürlich immer gerne, gar kein Problem. Also ihr wisst, ich liebe Autofahren und das ist natürlich richtig, dass das in dem Fall weniger CO2 verbraucht hätte. Aber ihr müsst euch immer überlegen, solange solche Flüge so oder so gehen, produziert ihr ja nur noch mehr CO2, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Das müsst ihr euch halt immer bewusst machen. Deswegen. So wäre das Flugzeug geflogen und unser Auto gefahren. Genau. So hat unser Auto. Und solange in dieser ganzen Flugpolitik nichts geändert wird, hilft das auch nicht, mit dem Auto zu fahren, weil diese einzelnen kleinen Sachen bringen halt gar nichts. Das ist halt das Problem. Egal, auf jeden Fall ist alles super gelaufen. Der kleine Mann wurde von meiner Mama abgeholt. Und ja, wir haben direkt Fotos bekommen. Alles hat gut geklappt und wir konnten ihn ja beobachten mit unserer Google Nest Kamera. Und ja. Hat alles super geklappt. Was er für einen Riesenknochen bekommen hat. Der ist so riesig, den hat er in 6 Jahren noch nicht aufgegessen. Er ist wahrscheinlich ein Knochen von Sam und selbst der braucht 3 Jahre dafür. Aber ja, jetzt holen wir uns erstmal ein Car to go. Wir waren gerade kurz einen Kaffee trinken. Also sie, so ein Kaffee-Ding und ich, was habe ich getrunken? Irgend so ein Milchshake. Irgend so ein Milchding. Okay, das wird wohl doch nichts mit Car2Go. Wir wissen nicht wieso, aber irgendwas ist mit Monas Account anscheinend nicht mehr in Ordnung. Sie versucht jetzt den... Schatz, sieht man dich? Nee, ne? Doch, da. Sie versucht jetzt gerade den Kundenservice zu erreichen. Keine Ahnung, was da los ist. Sie wollte ein Fahrzeug reservieren. Dann steht so, sie müssen ihre Accountdaten aktualisieren. Hey. Dann klickst du da drauf, nichts passiert. Mal gucken, was das Ganze jetzt hier ergibt. Sie ist schon
am Telefonieren. Okay, wir sehen uns gleich, wenn hoffentlich alles geklärt ist. Okay, also kurz zusammengefasst, irgendwas ist mit der Bezahlung schiefgelaufen bei den letzten Fahrten, wo wir in Berlin waren, keine Ahnung. Die haben gesagt, und das PayPal-Konto ist halt nicht gedeckt, aber es ist gedeckt. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber nice, jetzt fahren die Uhren auch okay. Ich bin's übrigens nicht schuld. Nee, aber ja, wir wollten eigentlich Sushi essen gehen und dann ein bisschen durch die Stadt cruisen mit dem Cardflow. Das geht jetzt halt nicht, deswegen fällt Sushi fahren jetzt aus, weil bis wir mit den Bahnen bei unserem Termin sind, das dauert so viel länger, als halt einfach mit dem Cardflow durch die City zu fahren. Das ist nervig, aber egal, wir werden gleich auf Lime einfach umsteigen, würde ich sagen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Nettes in der Nähe, wo man hinfahren kann. Mit Lime können wir ja ohne Probleme noch fahren. Ja, und dann müssen wir heute Abend zu Hause klären, was da los ist. Warum die sagen, das PayPal-Konto wird nicht gedeckt, obwohl es gedeckt ist. Aber es kann immer sein, wenn irgendwelche Zahlungen von A nach B halt ein, zwei Tage länger oder kürzer dauern, dass es halt da irgendwie zu Überschneidungen kommen kann. Keine Ahnung, aber ich habe gerade das PayPal-Konto gecheckt, da ist Geld drauf. Also, keine Ahnung, deswegen. Naja, jetzt sind wir ein bisschen lost in Berlin, aber wir schaffen das schon, oder? Wir haben es früher auch geschafft. Ja, haben wir auch. Das war schon sehr luxus, muss man sagen. Ja. So, wir sind angekommen im YouTube Space bzw. im Google Office und gehen jetzt rein und sind mit Lime unterwegs gewesen. Wir waren gerade was essen noch, auf ganz entspannt. Ja, jetzt gehen wir einfach rein und gucken, was so abgeht. Ne? Gucken uns das neue Gerät an. Wir müssen vorher unsere Kaugummis ausspucken und entsorgen. Ja, okay, aber in den Mülleimer natürlich. Ja, in den Mülleimer natürlich. Ehrlich gesagt, seitdem Juli da ist, wir werfen nicht mal mehr einen Kaugummi auf die Straße. Wirklich. Jetzt lasst euch von uns eine Predigt erteilen, macht sowas nicht. Ey, wirklich, man merkt, wenn man einen Hund hat, wie viel Müll auf die Straße liegt. Ja. Tut, auch wenn es nur ein 10 Lager ist, in den Mülleimer. Wirklich, aber tut es. Yes. Läuft der Vlog überhaupt? Mann, das muss man immer gucken hier. Ja, läuft. Okay, also herzlich willkommen zurück. Wir sind, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gekommen? Vor dem Event, genau, vor dem Event. Ihr habt ein paar kleine Szenen gesehen, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind danach mit dem Lime, ja, alle gucken uns an, sind danach mit dem Lime komplett von da bis hier zum Flughafen gefahren. 44 Minuten. Nein, nein, nicht so lange. 38 Minuten. 30 Minuten. Aber die Alternative wäre halt, Car2Go gewesen, ging aber nicht. Und die andere Technik wäre Bahn und Bus gewesen und das wären über 50 Minuten gewesen, deswegen dachte ich so. Nein. Wir sind auf jeden Fall gut drauf, wie ihr seht, weil wir sind relativ gut zu Hause. Ich bin gar nicht gut drauf, ich habe Hunger. Ja, ich weiß. Und ich freue mich, dass ich jetzt gleich Fortnite zu Hause spielen kann. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich auf Twitch streamen, die ganze Nacht und den ganzen Tag und alles. Ja. Entschuldigung. Ups. Hab ich nicht. Okay, jetzt fliegen wir erstmal kurz zurück nach Köln. Ich hab Hunger. Ich auch. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag, wie man sieht. Wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Und ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist Mittwoch. Das heißt, heute kommt endlich unsere große Couch an, hoffentlich, wenn alles gut läuft. Die Leute von dem Möbelgeschäft, wo wir es quasi bestellt haben, haben gesagt, dass sie leider keine Uhrzeit sagen können, wann sie ankommt. Die haben aber gesagt, zwischen 8 und 17 Uhr. Wow, danke für diese Zeitangabe. Aber sie wollen eine Stunde vorher anrufen. Ich hoffe, das machen sie auch. Genau, wir haben jetzt gerade 11 Uhr. Ich war schon duschen, wie man sieht, bin fertig gemacht. Und wie man auch hört, ist Kobi gerade am Livestreamen. Es ist eine neue Season oder so bei Fortnite draußen. Deswegen ist er jetzt gerade... Hallo! Hallöchen! Streamen. Hallo! Oh, hallo, sorry. Hallo, Leute! Ey, Mann, genau. Voll blöd gerade. Ich war voll am Stream, es war voll drin im Game. Auf einmal PC abgestürzt. Hm. Guck mal, wie unfair jetzt. Einfach alle weg. Hm. Mann. Hm. Ich bin auf jeden Fall jetzt gleich einkaufen, ne? Okay. Ich auch. Gigi, so, danke, Leute. Ihr habt es gehört, ich werde jetzt einkaufen gehen. So, Leute, der erste epische. Schatz? Maschallah, danke. Tust du aber ich bin auf jeden Fall noch live, kommt auf jeden Fall vorbei. Und ist gerade am Vloggen, der Vlog kommt jetzt auch bald online. Kommt auf jeden Fall vorbei, bin ich nach oben. Was eine Hektik. Ja, bitte kommt doch rein jetzt. Was? Tust du dir nur einen Kopfhörer bitte aufsetzen?
wenn ich jetzt gleich weg bin. Ja. Ich weiß nicht, ob die mich anrufen. Ja, ja, okay, okay. Wenn du, ist nicht was, wenn die klingeln und die wieder fahren? Ja, nein. Dann, so, auf jeden Fall, wie ihr gerade gehört habt, ich werde jetzt das ganze Pfand zusammensuchen, meine Einkaufsliste schreiben und dann einkaufen gehen, denn morgen, also wir brauchen generell auch jetzt neue Getränke und so ein Kram, aber morgen kommen meine Eltern zu Besuch, die neue Couch angucken und da wollte ich Spaghetti Bolognese kochen. Dafür gehe ich jetzt schon mal alles holen und ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Okay Leute, Panik, 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 Panik. Es hat gerade geklingelt, Juli, es hat geklingelt. Es ist Höfner, oh, darf ich gar nicht sagen. Wir haben, die Firma, wo wir die Couch bestellt haben, hat geklingelt. Die haben nicht angerufen, aber ich werde jetzt mal schnell runterflitzen und die abfangen, irgendwie sagen, wo sie hin müssen, was die machen müssen. Aufgeregt, okay, bis gleich. Oh mein Gott, Leute. Sind das die einzigen zwei Teile? Nein. Nein? Okay, das ist das erste Teil. Die Leute gehen gerade da. Voll auf Undercover. Ich bin so aufgeregt. Du auch? Du auch? Geil. Oh je, es ist soweit. Die neue Couch ist da und Mona ist gerade am Saugen. Kurz alle Flusen und so absaugen. Und dann zeigen wir sie euch. Holy moly, ist sie groß. Ne? Aber wir haben schon gesagt, ich sag gleich noch was dazu, aber jetzt wird erstmal fertig gesaugt. Und dann zeigen sie euch, wenn alle Kisten drauf sind. Oh mein Gott! Wir freuen uns so, dass sie endlich da ist, ne? Okay, Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Der Moment. Juli ist auch schon mit auf der Couch. Und ja, wir haben da kein Problem mit. Was wir gut finden, auf jeden Fall, er verliert momentan sehr viel Haare. Aber auf der Couch bleibt nichts liegen. Nur auf so schwarzen Klamotten und so. Aber egal, ich lenke vom Thema ab. Jetzt ist es soweit, Leute. Ihr seht die neue Couch in 3, 2, 1. Oh mein Gott. Nicht klein drauf. Okay, auf Kamera kommt sie, glaube ich, nicht so riesig rüber. Nee, ne? Schau mal, wie groß ich bin, wie ich aussehe. Das kann ich so legen. Und so. Und so. Überall drauf. Nee, aber sie ist wirklich echt bequem. Sitzt sich gut, liegt sich gut. Also, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Sie ist echt riesig. Warte, ich gehe mal ein ganzes Stück zurück. So sieht das Wohnzimmer jetzt aus. Hier ist immer noch halt komplett lost, aber... Und ich bin froh, dass da die Lücke so groß geblieben ist. Ja. Ich dachte, die wird viel, viel kleiner. Ja, das ist echt gut so. Auch mit dem Tisch und so, es passt. Ja. Wir wissen noch nicht genau, ob sie genau so stehen bleibt. Vielleicht... Noch ein bisschen so. Machen wir noch ein bisschen was, aber mal gucken. Aber jetzt sieht sie wenigstens mal ruhig aus. Ja, einigermaßen. Das sieht aus wie so eine Abstellcouch. Wirklich. Und das hier müssen wir, wenn ich hier so sitze, ne, wir müssen da auf jeden Fall noch einiges dran ändern, weil das ist so lost irgendwie, die Wand. Ja, die, also ich finde, da so muss leer und kahl. Dingen da müssen Bilder hin auch hinter. Ja, da müssen Bilder und da müssen auch ein anderer Unterschrank für die. Ja, weil der Fernseher ist viel zu riesig für den Unterschrank. Ja. Oh Mann, egal. Und der Couchtisch hier, haben wir uns gedacht, bleibt jetzt einfach erstmal so. Spaß. Der ist sogar zu leicht, um seine Füße drauf abzulegen. Nee, aber wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal irgendwo einkaufen und holen einen. Aber das ist die neue Couch, Leute. Schreibt natürlich gerne euer Feedback in die Kommentare. Was sagt ihr? Wie findet ihr sie? Sieht sie gut aus? Findet ihr sie doof? Ist sie zu groß, zu klein? Schreibt einfach rein. Oh, das hat sich gereimt. Oh. Ich hab Hunger. Ja, dann lass doch frühstücken. Um 14 Uhr. Ja. Ich habe Avocados gekauft. Boah, was? Echt? Die haben nur 1,19 Euro gekostet. Lass uns Avocado-Toast machen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Nice. Gut. Gut, 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 gut. So, und da sind wir auch schon angekommen am Ende des Vlogs. Wuhu! Nee, eigentlich ist ja traurig, weil der Vlog schon zu Ende ist. Aber es gibt auf jeden Fall in Zukunft wieder regelmäßiger Vlogs. Es war jetzt wieder eine Zeit bei uns hier ein bisschen stiller. Aber ja, ab November geht es so ein bisschen mehr los hier auf jeden Fall. Wundert euch nicht. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Schreibt gerne euer Feedback zur Couch in die Kommentare, wo wir jetzt hier auch gerade chillen. Und wir lassen den Tag jetzt noch ausklingen. Ne, Babe? Ich hoffe so. Bis dennsen. Wir haben euch ganz lieb. Thank you.